Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ich habe euch ja in meiner letzten Anleitung diese kleine Pizzabox gezeigt und da habe ich euch schon ein bisschen angekündigt, dass bei mir jetzt hier Hasenwochen anbrechen. Und zwar bin ich diese Stanze, ich glaube, sie heißt Osterhase, ich bin mir nicht sicher, diese hier, sehr passend, um da eben auch das Negativ zu verwenden. Da gibt es ja auch ein Stempelset dazu, aber man kann eben auch das Negativ für sich verwenden, braucht gar keinen Stempel dazu. Und dafür habe ich euch heute diese kleine Karte mitgebracht und die hat einen Clou, die hat hier nämlich so, ja, einen Verschlussmechanismus. Wenn man die aufmacht, dann ist nochmal ein Hase drin und es hat eben diese, ja, diese Funfold-Technik. Hinten wird die einfach verschlossen, indem hier diese zwei Streifen hier wieder hinter diesen anderen Hasen geschoben werden und dann ist die wieder zu. Finde ich es ganz cool und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür im Grunde die gleichen Materialien, die wir auch für die Pizzabox verwendet haben. Nämlich ihr braucht ein Stück Farbkarton, einen halben Bogen. Und ihr braucht ein Stück Designerpapier, und zwar so ein 3x3 in Stück. Von dem, zusätzlich braucht ihr für Innenreihen, ne, wenn ihr da noch was drauf schreiben wollt oder einfach zum Dekorieren, habe ich jetzt für Innenreihen nochmal zwei Stücke Farbkarton in Grundweiß in 7x7 cm genommen. Das ist das, was ihr zusätzlich braucht, wenn ihr das noch so verzieren wollt, wie ich das hier mache. Muss aber nicht sein. Es würde dann theoretisch auch reichen, wenn ihr einfach nur den Farbkarton habt und das Designerpapier. Das ist dasselbe, sozusagen dasselbe Grundmaterial, was ihr für diese Karte braucht, was ihr auch für die kleine Pizzabox braucht. Gut, von diesem Designerpapier schneiden wir uns jetzt erstmal was ab. Damit wir diese Funfold-Karte kriegen, brauchen wir ein quadratisches Stück. Und ich möchte in dem Fall ein Stück, das hat 14,8 mal 14,8 cm. Ich habe mir hier schon 14,8 geschnitten. Wenn ihr euch einen Farbkarton A4 in der Hälfte teilt, sind es 14,85. Also müsst ihr da diesen einen Millimeter opfern. Und dann schneidet ihr euch eben 14,8 mal 14,8 zurecht. Also 14,8 einmal habe ich schon. Ein zweites Mal schneide ich mir jetzt hier auch noch ab. Das brauchen wir später noch für die Deko. Und hier falzen wir jetzt an beiden Seiten bei 7,4 cm, also jeweils in der Hälfte. So, 7,4. Und dann drehen wir uns das Ganze um und falzen einmal die Diagonale. Dazu lege ich mir den Farbkarton hier so ein, dass die Spitzen jeweils hier in dieser Schiene liegen, mittig. Und dann kann ich es mir auch falzen. Natürlich könnt ihr rein theoretisch das einfach in der Mitte zusammenklappen. Aber so finde ich, wird es halt etwas genauer. Das ist übrigens Kirschblüte-Farbkarton. Hier hatte ich Currygelb. Und das Designerpapier aus der Celebration. Das heißt filigrane Blumen. Sehr hübschi, sehr frühlingshaft. Hat was sehr Zartes an sich, gefällt mir sehr gut. Könnt ihr euch noch bis Ende Februar sichern, wenn ihr für 60 Euro bestellt. So, dann ziehe ich mir meine Falzlinien nach. Und zwar zuallererst hier die Diagonale, weil ich persönlich finde, dass das leichter ist, die Diagonale richtig zu treffen, wenn ihr die anderen Falzen vorher noch nicht nachgezogen habt. Und da auch wirklich gut andrücken, dass das Ganze fest nachgezogen ist. So. Wenn ihr die Diagonale habt, dann könnt ihr auch noch die anderen Falzlinien nachziehen. Da auch schauen, dass es schön aufeinander liegt, dass es wirklich schön gefaltet ist und hier auch gut nachziehen. So. Und dann habt ihr hier die Falzen so, die Diagonalfalz, die geht nach hinten in dem Fall. Dann geht ihr jetzt mit diesen Ecken hier nach innen, und schließt es hier zu so einem Quadrat. Und damit ist der Funfold-Part schon mal abgeschlossen. Na? Also, das haben wir schon mal. Die Grundkartenform ist sozusagen schon erledigt. Jetzt gehen wir hier mal an unseren Restfarbkarton, was wir hier noch übrig haben.
nehmen unsere Stanze und stanzen uns da einmal so einen Hasen aus. Den brauchen wir jetzt nämlich gleich zum einen, um es hinten zu verschließen und zum anderen, das kann weg, das ist tatsächlich Rest, und zum anderen, um hier vorne unseren Hasen richtig zu platzieren. Und zwar habe ich ja hier noch mein Designerpapier. Das ist 3x3 Inch, beziehungsweise 7,6x7,6 cm. Das passt hier natürlich nicht drauf, ne, weil das war ja 7,4. Da schneiden wir uns jetzt erstmal das zurecht. Und zwar auf 7x7. Das heißt, es ist auf beiden Seiten kommt was weg. Wenn ihr das so machen wollt wie ich hier mit der Deko, dann nehmt ihr euch zuallererst mal die Seite, die praktisch, also wenn ihr einen Musterverlauf habt, dann schneidet ihr zuallererst auf der Seite oben oder unten was ab, wo das Muster so quer liegt. Ja? Das heißt also, ist jetzt bei dem Muster wahrscheinlich ein bisschen wurscht, weil man wird es eh nicht sehen, weil es sehr, sehr kleiner, schmaler Streifen ist. Aber ich lege mir das jetzt so rein, dass das Muster nicht nach oben schaut, sondern entweder nach rechts oder nach links. Und dann schneide ich mir hin das Ganze zurecht auf 7 cm. Heißt, wer mitgerechnet hat, 7,6, da bleibt so ein 0,6 cm Streifen übrig. Und den teile ich mir einmal in der Hälfte, nämlich bei 3,8. Und hier ist 3,8. Das könnt ihr jetzt rein theoretisch einfach mit der Schere irgendwo in der Mitte auseinanderschneiden. Aber dann habt ihr hier zwei so kleine Futzelchen, die bitte nicht wegschmeißen, die sind noch wichtig. Und dann haben wir ja hier noch unseren Streifen und da schneide ich mir jetzt auch ein Stück von der Seite eben ab. Auch so, dass wir hier eben wieder bei 7 cm rauskommen, damit wir hier ein Quadrat Designerpapier 7x7 cm haben. Und hier haben wir jetzt eben auch noch mal so einen Streifen. Und der ist jetzt 7 cm lang und der passt dann für die Deko innen hier auf unser weißes Quadrat 7x7. Grundweiß hier einfach noch als kleines Deko-Element und damit wir es nicht verschwenden. Ja? So, jetzt kann der Papierschneider weg. Damit dieser Streifen hier nicht verschwindet irgendwo, klebe ich den direkt mal an. Dann können wir nämlich die Innenseite fast schon fertig machen von unserem. Kommt der Kleber raus? Kleber zugebubbelt. Schade auch. Dann können wir die Innenseite von unserer Karte schon mal so ein bisschen vorgestalten. Dann haben wir hier nämlich nicht so Einzelteile. Okay, wir nehmen einen anderen Kleber. Das brauchen wir später eh noch, damit wir nicht so viele Einzelteile hier rumfliegen haben. So. Also, auf eins von diesen Quadraten kommt hier seitlich so dieser Streifen da drauf. So. Wunderbar, das ist nur Zierde, das kann man natürlich auch weglassen. Man muss auch hier innen dieses weiße Quadrat nicht reinkleben. Wenn ihr hier so einen hellen Farbkarton, wie hier Kirschblüte ja auch tatsächlich ist, habt, dann macht das auch gar nichts aus. Dann kann man da ja auch was draufschreiben, ohne dass es jetzt nochmal weiß hinterlegt ist. Aber es gibt dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen was, schaut einfach ein bisschen schöner aus. Gibt es eine Vorderseite, die gefällt mir ein bisschen besser. Also, das kommt innen rein. Hier. Natürlich mit gleichmäßigem Abstand rundherum. Das andere Weiße können wir auch gleich schon mal reinkleben. Das kommt da oben hin. Auch das ist jetzt nicht zwingend nötig. Ich finde, das gibt dem Ganzen halt einfach nur, ja, dieser Diagonalstruktur nochmal was Schönes, wenn das eben hier nochmal aufgegriffen ist, wenn da zwei so weiße Teile sind und nicht nur eins. So. Innen ist schon fast fertig. Außen brauchen wir jetzt hier oben noch das Designerpapier und da muss hier noch dieser Hase rein. Und wenn ich den jetzt einfach irgendwie ausstanze, dann kriege ich das ja niemals hier mittig hin, dass das nach was ausschaut. Deswegen nehme ich mir hier meinen Hasi, gebe dem hier mit so einem Kleberoller nur so ein ganz kleines bisschen Kleber da hinten hin, gehe da mit dem Finger ein bisschen drüber, damit das nicht mehr so richtig heftig klebt, sondern nur noch so ein bisschen und platziere mir den jetzt hier einmal mittig drauf. So. Ja, dass ich halt finde, dass der hier von der Form her gut platziert ist, dass der eben schön mittig sitzt. Und dann kann ich mir den als Hilfe nehmen, um hier den Hasen tatsächlich so auszustanzen.
Das Reinzirkeln ist jetzt so ein bisschen ja, tricky, weil es natürlich ein kleines Papier ist, was man von der Seite her dann nicht mehr so gut greifen kann. Jetzt sitzt der wirklich gerade? Ja, er sitzt wirklich gerade. Okay. Also schiebe ich den von der Seite rein und kann dann hier mit dem Daumen noch so ein bisschen nachjustieren. Dann habe ich eben hier genau die Form von dem Hasen und kann den so nochmal ausstanzen und weiß dann, dass mein Loch an der Stelle ist, an der ich es mir praktisch markiert habe mit dem rosa Hasen. So, dann haben wir zum einen hier ein Negativ und zum anderen hier nochmal ein Hasi. Den Kleberoller, den kann man mit dem Finger einfach so wieder so ein bisschen runterrubbeln oder man nimmt sich einen Radiergummi, das geht dann auch. Dann haben wir hier die Klebstoffrückstände auch entfernt. Und jetzt fangen wir mal an, das Ganze zusammenzusetzen. Also der Hasi, der Designerpapier-Hasi, der kommt innen rein. Das ist natürlich die Frage, den könnte ich umdrehen und könnte. Was gefällt uns besser? Rosa Hasi? Nee, ich glaube, ich will trotzdem das Blumenmuster haben. Obwohl der sich jetzt von dem Weiß gar nicht so toll absetzt, wie ich festgestellt habe. Aber das gefällt mir trotzdem so. Okay, Blumenhasi hier rein. So, dann ist innen fertig. Und jetzt geht es an den, ja, sagen wir mal, Mechanismus. Na, wir haben hier ja unser Stück Designerpapier mit dem Hasenloch drin. Und in etwa auf der Höhe, wo der Böppel von dem Hasen sitzt, hier am Hintern. Na, geh weg. Dann nehme ich mir jetzt hier diese schmalen Streifen. Und setzt die hier an. Also einmal hier. Schauen wir mal. Wird es vielleicht auch gerade. Also hier auf der Höhe von dem Schwänzchen in etwa. Und auf der anderen Seite natürlich auch. So, auf selber Höhe. Hier. Jetzt haben wir hier diese. Ja. Streifen da seitlich dran kleben. Dann kommt jetzt hier rundrum Kleber drauf. Und das kommt auf die Vorderseite von der Karte, und zwar so, dass wir eben rundrum einen gleichmäßigen Abstand haben. Ganz gut aus. So. Okay. Diese Teile, die müssen ja jetzt dann nach hinten, die sind ja unser Verschluss von der Karte, dass hier dieser Funfold nicht immer so aufploppt. Da gehe ich jetzt einfach mal mit dem Falzbein hin und gebe dem also ein ganz kleines bisschen Schwung hier. Ja. Nicht so hart anreißen, wir wollen das Papier hier nicht zerreißen. Das ist ja nur Designerpapier. Und dann knicke ich es einfach um. Hier zur Rückseite hin. Und dann seht ihr, trifft sich das hier hinten nicht wirklich. Da kommt jetzt unser anderer Hasi drauf, den wir uns vorhin ausgestanzt haben. Der war nicht nur dafür da, um zu gucken, wo wir landen mit unserem Designerpapier, dass wir das Loch an der richtigen Stelle haben, sondern der ist eben jetzt auch dafür da, dass wir hier hinten unsere Karte geschlossen halten können. Dazu darf natürlich jetzt nichts in der Mitte klebrig sein, weil da wird ja, werden ja diese zwei Bänder reingeschoben. Das heißt also, ihr gebt jetzt nur Kleber hier oben am Kopf und hier so ein bisschen am Rücken und da unten an den Füßchen drauf. Also hier und hier oben. Ups, hier geblieben. Legt euch das hier so rein. Und setzt dann den Hasi hier drauf. Und zwar so. Dass eben hier diese Bänder nicht festgeklebt werden, sondern dass nur hier und hier oben Kleber ist. Dass die hier reinzuschieben sind. Ja? Und dadurch, dass das so ein dünnes Papier ist, kann man die hier relativ leicht rausziehen und eben auch wieder reinschieben. Weil es ein bisschen schöner ausschaut,
habe ich mir hier diese Spitzen, also diese Enden hier in, zu so einer Spitze geschnitten. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht irgendwie nachgemessen oder geguckt, dass das so richtig schlimm gerade wird, weil das fällt in der Größe einfach echt nicht mehr auf. Die schneide ich hier einfach hier so zur Spitze. Okay, das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen Schäps. So, dann haben die hier so eine Spitze und dann kann man die hier hinten reinschicken. Das meiste ist jetzt schon getan. Die Karte hält so zusammen, die ploppt nicht mehr so hoch. Jetzt kommt nur noch so ein ganz kleines bisschen Deko und zwar stempel ich mir hier ein paar Sprüche rein. Hier habe ich Gib volle Möhre genommen. Das kommt aus dem Stempelset Volle Möhre. Das ist auch ein Celebration, eine Celebration Prämie. Auch einzulösen für 60 Euro Bestellwert, noch bis Ende Februar. Und da würden, glaube ich, alles von diesen Sprüchen würden hier in den Hasen reinpassen. Ich finde die meisten von diesen Sprüchen jetzt nicht ganz so zielführend, aber mag dich finde ich zum Beispiel auch ganz nett. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich damit auch vegane Ostergrüße verschicken, aber ist jetzt nicht so mein Fall. Aber mag dich ist doch ganz süß. Passt auch zu dem rosa Häschen, finde ich. Und dann nehme ich mir jetzt einfach Espresso, weil es schön dunkel ist und einen schönen Kontrast gibt. Hätte ich mir vielleicht vorher mal irgendwo aufstempeln sollen. Glaube ich, habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. So. Und dann setze ich hier noch hoffentlich einigermaßen gerade, mag dich in unser Häschen rein. So. Und der letzte Schliff ist dann tatsächlich noch Band. Und zwar nehme ich unseren Leinenfaden. Einfach so ein Stück. Bind mir da so ein kleines Schleifchen. So. Das ist ja tatsächlich auf Anhieb was geworden. Auch sehr rar. Und nehme mir einmal unsere Gludots, die Mini-Klebepunkte. Und die sind so ein bisschen für dieses winzige, dünne Schleifchen ein bisschen sehr groß. Die rolle ich mir so ein bisschen zusammen. So. Zusammengeknödelter Punkt da hinten drauf. Dann setze ich mir das hier noch so hin, wie wenn der praktisch das Schleifchen hier so um den Hals gebunden hätte, der Hasi. Gibt dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen zusätzliches, ja, zusätzlich Deko und außerdem finde ich, passt das auch super zu dem Designerpapier dazu, dieser Leinenfaden zu dem, ja, zu diesem ganz zart gemusterten Papier, zu dem Blumenpapier, finde ich so ein bisschen Vintage-Flair, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Und damit ist das Projekt für heute fertig. Ich hoffe, ihr hattet da Spaß dran. Ich weiß, ich war in letzter Zeit nicht so irrsinnig präsent hier. Ich bin momentan dabei, ein bisschen was in meinem Privatleben umzustrukturieren oder beziehungsweise im wahren Leben, im Arbeitsleben. Deswegen muss ich mich da momentan ein bisschen drauf konzentrieren. Habe nicht ganz so viel Zeit für mein Hobby, aber hoffentlich wird es bald besser werden. Wenn ihr trotzdem noch ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen wollt, dann guckt doch mal ganz kurz unter dem i. Ich habe zusammen mit der Ingrid wieder ein Online-Event geplant von Ingrid von Papierstoffiges. Das findet in 2 Wochen statt. Da könnt ihr euch bis heute Abend noch anmelden, zumindest wenn ihr das Materialpaket haben wollt. Ohne Materialpaket geht die Anmeldefrist auch noch bis nächsten Sonntag. Und genau, vielleicht habt ihr da noch Lust drauf. Und ja. Dann hoffe ich, ihr hattet heute Spaß mit dem Projekt und ich hoffe, ich sehe es das nächste Mal wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.